Etwa 100 Milliarden Nervenzellen haben wir in unserem Gehirn. Die Neuronen. Zwischen diesen Neuronen funkt es. Elektrische Impulse werden weitergegeben. Das Gehirn arbeitet. Pro Sekunde kann eine Nervenzelle hunderte solcher Impulse erzeugen. Ein Gedanke ist wie ein Gewitter im Kopf. Aber wie kann aus Neuronenaktivität Bewusstsein entstehen? Wie fühlt es sich an, zu fühlen, zu denken, wahrzunehmen? Wie kann man das beschreiben? Die Frage ist, gibt es ein unveränderliches Ich? Ist das Ich eine eigenständige Substanz? Descartes sagte, ich denke, also bin ich. Descartes ging tatsächlich von einer unsterblichen Seele als das Ich aus. Allgemein kann man das Ich denke, also bin ich, aber auch anders auffassen. Ich bin, auf welche Art und Weise auch immer. Was auch immer dieses Ich-Empfinden auslöst, irgendwie ist es da. Denken ist unzweifelbar. Allerdings suggeriert Ich denke im allgemeinen Sprachgebrauch, dass das Ich und das Denken unabhängig voneinander sind. Als würden die Gedanken gesteuert werden vom Ich. Ist das so? Oder ist Gedankentätigkeit und Ich eigentlich identisch? Angefangen mit dem Experiment von Benjamin Libet und mit heute moderneren Experimenten zur Willensfreiheit, wird eben diese Freiheit in Frage gestellt. Mehr dazu wird es in einem weiteren Video geben. Es scheint, als würden wir gar nicht wissentlich entscheiden, sondern uns viel eher einer bereits getroffenen Entscheidung bewusst werden. Wenn das Ich als geistige Substanz existieren würde, wäre es dann also nur stiller Beobachter dieser Gedankentätigkeit? Entsteht nur der Eindruck, als würde man die Gedanken steuern? In der modernen Hirnforschung ist der Großteil der Ansicht, dass das, was uns ausmacht, nicht durch etwas Immaterielles, Geistiges hervorgerufen wurde, sondern dass wir es allein unserer Komplexität verdanken. Materie fügt sich zu komplexen Strukturen zusammen, die irgendwann in der Lage sind, über sich selbst nachzudenken und die eigene Endlichkeit zu begreifen. Dazu brauchte es keine geistige Substanz, so etwas wie eine Seele. Und ein Ich-Zentrum im Gehirn gibt es ebenfalls nicht. David Hume, ein Philosoph des 18. Jahrhunderts, machte sich ähnliche Gedanken. Es gibt kein einheitliches, als solches erfassbares Ich. Das Ich ist zwar der Ort der Sinneseindrücke, selber aber kein Sinneseindruck. Es ist vielmehr das, worauf sich die verschiedenen Eindrücke und Vorstellungen beziehen. Das Ich ist das Miteinander von Empfindungen, ein bloßes Bündel oder eine Sammlung verschiedener Bewusstseinsinhalte, die sich mit unbegreiflicher Schnelligkeit folgen und beständig im Fluss und in Bewegung sind. Und auch Ernst Mach, ein Physiker und Philosoph, der 1838 geboren wurde, kam zu dem Schluss, das Ich ist unrettbar. Das Ich ist eine Zusammensetzung der Wahrnehmungen und nicht mehr als eine Illusion. Bewusstsein ist das Endprodukt eines komplexen Systems, das an vielen Orten im Gehirn gleichzeitig Sinneswahrnehmungen verarbeitet. Im Buddhismus gibt es die Lehre von Anatta. Sie bezeichnet das Nicht-Vorhandensein eines permanenten und unveränderlichen Selbst, eines festen Wesenkerns oder einer Seele. Was normalerweise als Selbst betrachtet wird, ist demnach eine Ansammlung von sich konstant verändernden physischen und psychischen Bestandteilen, die sogenannten Skandhas. Nach dieser Lehre entsteht Leiden durch das Festhalten an der Vorstellung, der jeweils erlebte temporäre Zustand bilde eine Art unveränderlicher und dauerhafter Seele. Das Ich ist also im ständigen Fluss und keine Konstante. Eins ist klar, wir können bisher zu keinem eindeutigen Ergebnis kommen. Über lange Zeit bis zu den Gedanken David Humes ging man davon aus, dass das Ich etwas Eigenständiges ist, also nicht identisch mit dem Erleben. Doch können wir uns dessen sicher sein? Rein intuitiv gehen wir davon aus, dass wir über das ganze Leben dasselbe Ich haben. Auch wenn wir nicht beschreiben können, was dieses Ich ist, es ist einfach da. Richard David Precht hat folgenden Gedanken. Wäre es möglich, dass aus dem Konzert der Nervenzellen im Gehirn eine Melodie entsteht? Eine Melodie des Selbst sozusagen, die zwar biologisch nicht erfassbar, aber gleichwohl ganz unbestreitbar psychisch vorhanden ist? So wie die Beschreibung aller Instrumente eines Konzertsaals keine Symphonie ergibt, so kann man das Ich mit den Methoden der Hirnanatomie eben nicht erfassen. Das Ich ist also vielleicht so etwas wie eine Melodie. Ist das nicht ein schöner Gedanke? Hier oben auf der Infokarte findet ihr eine Umfrage und ich hoffe, dass sich ganz viele von euch beteiligen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was eure Gedanken über das Ich sind. Ausführlicher könnt ihr eure Gedanken natürlich in die Kommentare schreiben. Ich werde wie immer alles durchlesen und auch ganz viel mitdiskutieren.
Ebenfalls auf der Infokarte findet ihr weitere Videos dieser Art, wie zum Beispiel die Frage nach dem Wesen der Zeit. Und zum Schluss nochmal ein riesengroßes Dankeschön an meine bisherigen Supporter bei Patreon. Ich hoffe, dass in nächster Zeit noch ganz viele Leute dazustoßen werden, damit ich noch mehr an diesem Kanal arbeiten kann. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und seid achtsam.